Kurze Frage, kommen, ne? Sollen wir ins Mühldorf gerade nochmal gehen und uns ausschlafen? Ja, dann müssen wir keine Idee, ne? Bonbons verschwenden. Ja. Weil dann könnt ihr auch mal gerade da gucken. Nein, noch nicht. Was es da eigentlich gibt? Ja, zu kaufen. Wäre nicht übel. Oder ob wir da vielleicht einziehen können, weil wir wurden ja aus unserem Dorf verbannt. Vielleicht gibt es auch mal nette Dorfbewohner hier. Ach komm, die wollen uns doch auch nicht haben, das weiß er jetzt schon. Nein. Wo sind wir denn langgelaufen? Zum Mühldorf. Das ist eine berechtigte Frage. Ja, also hier geht's wieder hoch zum Elbenteich, ne? Ja. Ja, dann lass uns doch gerade zum Elbenteich gehen. Wenn wir eh schon auf dem Weg sind, weißt du. Ich würde jetzt trotzdem gerne wissen, wo wir lang sind. Oder müssen wir jetzt einmal nach links und dann sehen? Also hier, hier gehen wir jetzt runter. Wir hätten eben gerade oben lang gehen müssen. Ach so, weißt du? Ja, das ist möglich. Weißt du, was ich dir sagen will? Ja, ich verstehe du. Mit meiner komischen Ausdrucksweise und... Ja. Ja. So. Und Treppen runter wackeln. Das ist ein sehr eleganter Laufstil. Treppen runterlauf-Animation ist wirklich genial gelöst. Mhm. Großes Lob an die Entwickler. Ja. Wie ein Wackeldackel wackeln wir die Dackeln Treppen die runter. Die Dackeln, ja. Ja, hier, du meinst die Datteln, denke ich. Ja. Was, Datteln? Ja, natürlich. Jetzt wird's abstrus. Mhm. Abstrusitäten. Rein. Oh, eine Höhle. Ohne sagt nichts. Diesmal meckert sie gar nicht. Sie versteht uns endlich. Auf dem Weg ins Zwergendorf. Du kannst das Video nehmen. Ja? Oh, okay, schreibe ich mir auf. Auf dem Weg ins Zwergendorf. Teddy und Try machen sich auf dem Weg ins Zwergendorf. Oh, das ist übrigens der Bio-Schleim. Die sind richtig kacke. Da haben wir auch noch nicht so ganz raus, wie wir die besiegen. Irgendwann muss man sie halt so treffen, dass sie sich mal nicht aufteilen. Nur tun die das dauernd. Wie man sieht. Und dann werden sie... Toll. Und dann vergiften sie einen. Das ist auch unnett. Schämt euch. Hört auf zu grinsen. Oh. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich warte mal, bis ich nur noch einen habe, weißt du? Weil das Bonbon halt nämlich auch, glaube ich, Status für... Nee. Nö. Ja, okay. Aber eine Frage. Hätte sich das Gift jetzt umgebracht, oder? Ja. Deswegen, ich habe gewartet, bis ich nur noch einen HP hatte. Damit ich mir, das Bonbon auch sich lohnt, ne? Dankeschön. Weil ich habe jetzt gedacht, wir können jetzt noch ewig auf diesen komischen Schleim draufhauen. Klar. Aber. Schlaf gut, Bam. Der Murmelgoblin ist erledigt. Das erledigt heißt nicht besiegt. Stimmt. Liest du nicht die Kommentare unter unseren Videos? Meine Da Güte. War doch was. Ach komm, du hast es da auch gerade geglaubt. Nein. Ich habe weitergehauen, beziehungsweise wollte diesen, konnte ich glaube ich nicht bewegen, weil du weg warst. Aus diesem Bildschirm. Ich habe dich so gebraucht und du bist einfach weg. Ich bin eine Frau, was erwartest du von mir? Mann, ich glaube. Das wird schwer bei dir in Zukunft. Bitte, ich werde sowieso schwul. Ach so. Gut. Machen wir es offiziell. Du bist ab jetzt. Von der anderen Seite. Na? Ich verstehe jetzt übrigens nicht, warum sie manchmal nur 2 Schaden kriegen bei voll aufgeladenem Schlag. Ich weiß es auch nicht. Oder summiert sich das dann für später irgendwie? Oder auch nicht. Try erreicht Level 7. Schön. Mann, ich will auch Level 7 sein. Dreistellig, endlich. Floddermaus. Was? Was du für einen Scheiß laberst? Was? Wieso denn dreistellig? Meine HP-Anzahl ist dreistellig. So. Was hast du jetzt? Du sagst, yeah, Level 7, endlich dreistellig. Was? Das habe ich nicht so ganz kapiert, sorry. Gut, jetzt weißt du's. Da kam mein kleines Hirn da nicht mehr ganz so mit. Ja, 7 ist die erste der Unterzahl. Oh Gott. Natürlich. Schrecklich. Ich habe auch eine dreistellige Anzahl von Geld in meinem Portemonnaie. Mhm. Wie viel denn? 5? 120 Cent. Ah. Hm. Ja. Oh. Aber du hast jetzt nicht gerechnet, ne? Doch, mach so viel. Naja, ich bin ziemlich pleite. Ich drück mal den Knopf hier oben. Oh, der guckt aber sehr interessiert. Gut, runter raus. Wo ging's jetzt? Hä? Ja. Guck mal, das Lava-Gedöns hier ist weg. Ach, da, genau da. Stoß! Was, Storch? Stoß. Weißt du, mit Lanze, weißt du, einfach so zustoßen. Ich hab Storch verstanden und dachte schon, hä, Storch bringt Ja, das ist die nächste Waffe, die wir kriegen, der Storch. Er wirft auf Babys. Moment.
Nein. Weißt du? Nicht macht er. Das ist doch kacke. Freut sich über einen Ballon. Ja, ich hab einen Ballon. Menschen, die freuen sich über sowas. Was bei uns in der Schule immer so, wie die ganzen Leute bei Burger King oder so waren und dann mit Ballons in die Schule kamen jedes Mal. Das war einfach herrlich. Ich würde die Menschen aus unserer Schule jetzt auch nicht unbedingt als die Art von Menschen... Wow, Da geht nicht weiter. Muss man das ändern? Keine Ahnung. Zieh mich einfach mal mit. Ach genau, das schläft ein Murmelgoblin. Standen da gestern nicht zwei? Ja, gestern standen da zwei, aber der eine hat frei. Das hat in seinem Vertrag stehen. So, mal jeden Mittwoch. Ja, wir nehmen es erstmal mittwochs auf. Ich hätte darauf verzichten können. Aber naja. Das tut man nicht alles für seine. Was ist das jetzt? Ja, neben dran ist doch noch ein Raum. Ja, aber da ging es doch weiter. Und da ist kein Raum. Oh, scheiße. Das war hier oben. Ach, egal. Ach ja. Ich wollte halt noch einen Murmelgoblin. Oh, ein Murmelgoblin. Da ist der andere. Wurde gerade gerufen. Ja, Position unbesetzt hier. Springen wir gerade ein. Du kannst mal gerade meine Schicht übernehmen, Alter. Das wäre so Bio-Schleim. Ja, ich versuche gerade mal überraschend zu treffen. Du hast ihn besiegt. Wow, ist ja krass, Alter. Schnarch. Kennst du diesen Raum, ne? Ja. Da hast du es schön gemacht, Try gestern. Mhm. Was könnte hier nur drin sein? Oh nein! Ein Wundertau gefunden. Ich setze den mal ein, wie wär's? Ja, du, bitte. Ja, es ist ein Seil. Ich habe Tau irgendwie von wegen diese Wassertropfen. Die morgens. Ja, auf Blättern, Pflanzen sich sammeln. Anscheinend hat der liebe Herr Trizer nämlich nie Pokémon gespielt und kennt deswegen das Fluchtseil nicht. Ja, das ist nämlich das Gleiche. Du wirst einfach an den Anfang des Dungeons teleportiert, gewarnt. Was tierisch nett ist. Ja, und besonders da weil ich es einfach nur anklicken wollte gestern, um zu sehen, was das denn ist und es sich dann direkt aktiviert hat, ohne irgendwelche Beschreibung, ohne Warnung oder sonst was. Level 7, Glückwunsch. Yay. Kam auch gerade rechtzeitig, mein Dings musste mal wieder aufgefüllt werden. Durften wir halt schön nochmal von vorne anfangen. Richtig. War sehr erbaulich. Aber war natürlich auch nicht weiter schlimm, weil war schon cool irgendwie. Ja, es ist total cool hier. Boah, hat das Spaß gemacht, nochmal die gleichen Gegner zu besiegen, nochmal die Räume zu durchlaufen. Immerhin haben wir nochmal Bio-Schleim zu treffen. Geld dafür bekommen vor allen Dingen. Ja, das ist wahr. Ich glaube, das war auch der Grund dafür, dass wir so assi viel Geld hatten am Schluss. Ich will jetzt erstmal da wissen, was hier rechts ist. Bio-Schleim! Ja, Hauptsache du bist vergiftet. Mehr wollte ich nicht bezwecken. Voll für den Arsch, ey. Ja, komm doch mal raus hier. Ich versuch's. Ja, komm. Braves Teddy. Braves so. Teddy? Ja. Ich geb dir gleich braves Teddy. So, 33. Aha. Da ist noch einer. Weil die alle am Schlafen sind. Was machen die überhaupt hier? Es ist ja so, als würden sie Wache stehen oder schlafen. Ich schlafe mal Wache. Nee, aber im Ernst, ich kapier's nicht. Was denn, warum sind die hier in der Höhle? So mit voller Ausrüstung. Ich weiß es nicht. Wenn doch hier eh das Zwergendorf sein soll. Vielleicht sind das Feinde von den Zwergen. Dann sollten die einfach angreifen. Oder? War das richtig? Ich hoffe es einfach mal. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Murmelgoblin! Ah. Los. Drück mal den Knopf. Oh nein, da senkt sich was ab. Wo könnte das noch hingehen? Komm, wir gehen mal nach unten. Strange. Neue Musik. Weil wir nämlich jetzt beim Zwergendorf sind. Das sind Zwerge, die sind nämlich riesig. Hast du das auch? Klingt, als grab sich jemand von unten hier hoch. Echt, das höre ich gar nicht, du. Was sagt der hier? Hallo, red mit mir. Du kommst von der Oberwelt, stimmt's? Wir haben hier noch jemanden von oben. Ein Koboldmädchen, das bei uns im Theater auftritt. Hoho. Da unten war da noch einer, was sagt der denn? Willkommen im Zwergendorf. Ja, der hat, der hat eine relativ hohe Stimme. Stimmbruch, ne? Mhm. Wir könnten mal so stimmbruchmäßig reden. geh doch mal da hoch. Das sieht doch nach Schmied aus. Gibt's da vielleicht eine Axt? Los, gib mir eine Axt, du komischer Fatzke. Sei gegrüßt! Das ist ja interessant. Kann jemand ein Schwert sehen? Ich bin Benny, der Schmied. Willst du ein neues Schwert, Mann? Neue Chlor? Okay, gib her.
Klopp, klopp. Fertig, hier hast du ein neues Schwert, ist wunderschön. Oh, danke. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Huch, was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll. Dann versuche ich jetzt eine Mana-Axt zu schmieden. Komm auch später wieder, Mann. Ja, nett. Er hat auch einen sehr schönen Dialekt. Ne? Klingt sehr, ja, gelehrt. Das ist ein Schmied, kein, Komm, lass mal schlafen hier. Nee, doch, wir schlafen. Und speichern. Ja. Eine Nacht kostet 15 Goldmünzen. Willst du bleiben? Boah, gut, das war's. Ist schwer, ja, der hatte Kehlkopfkrebs oder was? Zu viel geraucht, ja. Diese scheiß Zwergen, die immer mit dem Zwergenkraut rauchen. Das ist auch unmöglich, ey. Liebe Kinder, daran seht ihr, was Rauchen so alles mit eurem Kehlkopf anrichtet. Der verschimmelt dann in euch. Also, sie werden Zwerge. Was? Was? Sie werden zu Zwergen. Ja, Rauchen fördert den Minderwuchs. Oder verhindert den normalen Wuchs. Ich weiß nicht, was man da jetzt lieber sagen sollte. Ich habe auch keinen Bart, ich rauche nicht. Seit wann hast du den? Ja, gehen wir doch mal wieder raus. Wollen wir direkt zum Schmied gehen, gucken, ob er inzwischen fertig ist? Aber er ist, glaube ich, noch nicht fertig. Er ist nicht. Ich glaube, das ist. Würde mich wundern. Das ist so ein Trigger-Gedöns-Ding, Blablub. So ein Trigger-Gedöns-Ding. Ah, Gott, mir fällt hier fast was runter. Gut. Ich würde ja, sagen, wir könnten wieder nicht uns. Hin. Ja, ich krieg nichts hin. Ja, ist gut. Ausrüsten. Ein. Ja, ne? Eingeleiden. Oder wollen wir das machen? Nun. Wenn was? Willst du wieder was spoilern? Nee. Wie kann ich helfen? Kaufen. Ich will. Kraftarmband. Nehmen wir zweimal. Zwei, ne? Oh, wir haben diesmal gar nicht so viel Geld wie gestern. Macht nichts. Können wir das zum Beispiel auslassen, was wir auch noch gekauft hatten. Das stimmt. Was unnötig war. Dornweste. Die kann ich anziehen. Einmal für dich. Und einmal die Kettenweste für mich. Ja. Bitte. Gebe ich dir doch gerne. Du kannst dir noch, hast du noch mehr Eisenhelm Wünsche kaufen. Kannst dir noch ein Eisenhelm kaufen. Ja, hab ich ja schon. Bonbon. Wie viel hatten wir davon verbraucht? Eins, glaube ich. Zwei. Zwei? Jetzt so langsamer, ja, sorry. Bisschen noch, Mann! Dann noch ein bisschen Kraut, weil du vergiftest dich ja dauernd mit deinem Bio-Schleim. Schrill das jetzt schon wieder, immer diese Anschuldigung hier. Ja, ist halt so. Das kann ich ja nichts für. Lebenswasser. Nee, brauchen wir eigentlich nicht, oder? Wir haben eins, das sollte fürs Erste reichen. Rüsten wir uns mal aus und dann können wir gerade verkaufen. Fang du an. Yippie, neue Klamotten. Wo ist es denn? Da, Kleid. Ja, Haarschleife behalte ich. Ich möchte gerne ein Krafterband. Ja, yeah, voll cool und so. Und dann möchte ich bitte hier eine Kettenweste anziehen. Die mal ordentlich. Na, komm hier, ich zieh die Dornweste an. Ich würde sie aufgeben, es bringt nichts. Mann. Ja, ne? So, ich bin nochmal dran. Kleid. Eisenhelm, 2 auf 7. Oh. Das ist schon ziemlich derbe eigentlich. Nein. 3 auf 13. Und natürlich von 1 auf 4. Das ist schon echt krass eigentlich. Ja. Ja, okay, dann und weiter geht's. Tschüss. Hallo. Tschüss.